In deinem Wacken-Intro haben keine Punches gesteckt. Darum erstmal Props fürs vierte Klasse Bastelprojekt. Stärkst ist, wenn du das Video auf dem Pausenhof drehst und dass du außerdem nur für Battles nach draußen gehst. Deine vierte Klasse Mathe und Bioskills machen mich echt überhaupt nicht glücklich. Denn vorgeschlagenen 50 Runden warst du halt einfach noch flüssig. Es war ehrlich gesagt nur ein Joke, dass du wegen Big T einfach jetzt schon im rechten Kreis bist. Doch du verteidigst mehrmals Mechanic und somit Big T's fetten Sidekick. Ich hab bis jetzt jede Runde was eingereicht, glaub deine Story ist eher gelogen. Und warte kurz, wer hat nochmal gegen Kodomo erstmal seinen Schwanz eingezogen? Hattest halt Schiss zu verlieren, weil du wack bist, ein bisschen erbärmlich, doch ist okay. Aber tu nicht so, als wärst du krass, wenn dich Kodomo fick, indem die TikToks dreht. Ich bin der Hisuka des KBCs und deswegen hast du auch schon teilweise recht. Ich bin kein Main-Character, aber stelle die Show, weil ich den kleinen Scheißer zerfetzt. Du machst dich eher drüber lustig, wie Kilo uns bewertet. Doch der hat auch eine Line von mir schon gegen dich verwendet. Vorbei, bei in der Hook hab ich schon tausendmal gehört. Ey, ich komm nicht drauf, bei wem hast du kopiert? Erst letztens war da was, ich erinnere mich ganz leicht, ey. Stimmt, Yaskaras Hook war besser als deine. Vorbei, bei in der Hook hab ich schon tausendmal gehört. Ey, ich komm nicht drauf, bei wem hast du kopiert? Erst letztens war da was, ich erinnere mich ganz leicht, ey. Stimmt, Yaskaras Hook war besser als deine. Mach die Fresse auf und baller Aquaknarre in die Brust deiner Mutter. Du machst die Fresse auf und weißt warum, ich brauch dir Esser, du brauchst mit Schnuller. Dass du im Zahlenraum 100 nicht so bewandert bist, das kann ich vollkommen verstehen. Aber du sagst, dass ich wack bin und doch haben mich einfach die meisten hier vorne gesehen. Vorbei, bei in der Hook hab ich schon tausendmal gehört. Ey, ich komm nicht drauf, bei wem hast du kopiert? Erst letztens war da was, ich erinnere mich ganz leicht, ey. Stimmt, Yaskaras Hook war besser als deine. Vorbei, bei in der Hook hab ich schon tausendmal gehört. Ey, ich komm nicht drauf, bei wem hast du kopiert? Erst letztens war da was, ich erinnere mich ganz leicht, ey. Stimmt, Yaskaras Hook war besser als deine. Ja, Mann, du bist fett und ich erwähn's noch tausendmal. Statt Zeitung zu Design bewegt dein Arsch auf eine Hantelbank. Glaubt man nicht, dass ich die Runde lange fertig hab, denn ich war überrascht, dass du die Gruppenphase ehrlich packst. Ich gebe zu, dass mir Yazzie und Order im FPB ein bisschen Angst einflößen. Doch immerhin bin ich anders als du ins Turnier gekommen. Mindestgröße, du vergleichst mich nicht mit anderen. Das ist ja nett von dir, vergleich dich nicht mit Biggest Loser, weil die auch ihr Fett verlieren. Habe keine Zeit fürs Mischen, muss im Gym pumpen. Doch erzähl mir mal, wieso ist ungemischter Shit Kiluas Lieblingsrunde. Halt die Fresse, okay cool, dann bring halt keine Emo-Line. Doch der Wasserspiegel steigt, nur fällst du in einen Teich. Dass du, obwohl du Darky magst, ne Punchline gegen Darky machst, das find ich wirklich fast so ironisch wie ein Darky-Part. Sorry, yo, jetzt ist es für den Wichser zu spät. Nur weil du fett bist, musst du nicht meinen Namen in den Mund nehmen. Dicker, ich dispel auf, was willst du, kleiner Bastard? Wir beide machen's eben der Kind deiner Mom nach. Und ist nicht so, als ob man dich nur unterschätzt. Alle deine Runden haben den Wald von einem Schulprojekt. Mit sowas fällst du durch, aber mach dich nicht verrückt. Junge, du kannst auf dich stolz sein, beim Flow gibst du gerne 5. Du solltest besser aufgeben, Bro. Und womit recordest du mit deinem Maustelefon? Das kleine Kind kann nach dem Halbfinale gehen. Als du noch flüssig warst, hieß das KBC noch RAPT. Also bitte sei mal besser leise. Deine Runden wären gut, wären sie nicht so scheiße.